Du bist ein Sünder. Genau wie ich und jeder andere auf der Welt. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Wenn wir nach Gottes Standard gehen, sind wir alle Lügner, Diebe, Mörder. Denn wir alle haben schon mal gelogen oder auf irgendeine Weise etwas gestohlen oder waren auf jemanden zornig. Ich verurteile dich nicht. Urteile dich selbst mit dem Standard Gottes und sag mir, wenn du jetzt sterben würdest und Gott dich mit seinem Standard richten würde, bist du unschuldig oder bist du schuldig? Du bist schuldig. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Letztendlich wirst du in die Hölle geworfen. Was geht, Corey hier? Und ja, krasser Anfang, aber das ist die Realität. So viele Menschen heute gehen in die Hölle. Und ich kann das nicht nett reden, ich kann es nicht schön reden. Das ist der Punkt. Und deshalb ist es so wichtig für mich, hier auf YouTube die Message, die frohe Botschaft zu verbreiten, dass das nicht nötig ist. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergegeben hat. Dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Es ist möglich für jeden Menschen auf diesem Planeten, Gott anzunehmen und gerettet zu werden. Und deshalb mache ich diese Videos, weil ich Sorgen habe. Ich habe Angst, dass die Menschen, die eh nichts mit Jesus zu tun haben, verloren gehen. Aber ich habe genauso Angst für die Menschen, die sagen, dass sie Christen sind, aber nicht die wahre Message hören und angenommen haben. Jetzt sagst du vielleicht, oh nein, Gott ist Liebe, Jesus ist Liebe, er hat nur Liebe und Liebe und Liebe gepredigt. Das Ding ist, Jesus hat mehr über die Hölle gepredigt, als er über den Himmel gepredigt hat. Gott ist Liebe, deshalb hat er dir eine Chance gegeben. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie man in den Himmel kommt. Und ich möchte heute darüber reden, dass wir erkennen müssen, dass wir Sünder sind und dass wir Buße tun müssen. Unsere Sünden bekennen, verstehen, was wir getan haben, verstehen, dass es falsch ist und verstehen, dass wir Jesus brauchen und davon umkehren und um Vergebung bitten. Bevor ich richtig in das Video einsteige, bitte ich euch, den Channel zu abonnieren und am besten die Message zu verbreiten, weil ich möchte, dass möglichst viele Leute die Nachricht hören, die Gott uns gegeben hat. 1. Johannes 1, 8 bis 10 sagt: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns befreit von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann machen wir ihn, dann machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wieso fühlen sich so viele Menschen angegriffen, wenn wir anfangen, über Jesus zu reden? Weil niemand hören möchte, dass er ein Sünder ist, dass er Fehler macht. Niemand möchte hören, dass Jesus kommen musste, weil wir gesündigt haben, damit er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt. Wir wälzen uns in unserer eigenen Scham. Aber die Bibel sagt doch, wenn wir erkennen, dass wir falsch sind, wenn wir bekennen, dass wir falsch sind, dann reinigt er uns von all unserer Ungerechtigkeit. In Micha 7, Vers 19 heißt es: Er wird sich wieder über uns erbarmen und unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Es ist also nur gut, seine Sünden zu bekennen, denn dadurch werden wir von dieser Ungerechtigkeit befreit. Es ist also nur gut, seine Sünden zu kennen, zu verstehen, dass man etwas Falsches getan hat oder etwas Falsches tut. Es ist gut, wenn ein Kind weiß, was es falsch gemacht hat und es einsieht, damit es wachsen kann und damit es das nächste Mal etwas anderes und etwas Besseres tut. Aber wenn du sagst, du hast nicht gesündigt, du bist ein guter Mensch, du tust doch nichts Schlechtes, dann machst du Gott einen Lügner. Denn Gott hat seinen Sohn nur geschickt, damit er uns rettet, damit er uns von dieser Sünde befreit. Die Bibel sagt, dass er Jesus Christus geschickt hat, damit wir wieder verbunden sein können mit ihm. Also nenn Gott nicht einen Lügner. Lass los von deiner Sünde und gestehe deine Schuld. Und es wird dir vergeben. Das Problem mit der Sünde ist nicht nur, dass man irgendwas falsch macht und vielleicht jemand anderes damit schadet, sondern die Sünde ist schwer. Sie drückt auf deine Schultern und hält dich gefesselt. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann.
Aber es geht nicht darum, im Selbstmitleid zu baden. Zu sagen, oh, ich bin so schlecht, oh, ich bin es nicht wert, in Gottes Gegenwart zu treten. Nein, es geht darum, dass du verstehst, dass du Gott brauchst. Dass du abhängig von Gott bist. Je mehr du verstehst, dass du Gott brauchst, umso mehr kann er auch in deinem Leben wirken. Psalm 32, die Verse 1 bis 6, da redet es von David und nachdem er erkannt hat, einfach was er für ein Sünder ist, schreibt er das. Glücklich ist der, dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Vorbildlich, wieso? Weil er nicht versteckt, dass er ein Sünder ist. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünde und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Auflehnung bekennen. Und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Du hast noch die Zeit dafür, solange du atmest, um Vergebung zu bitten, deine Sünden zu bekennen. Aber die Zeit läuft ab. Also hör zum Beispiel auf das, was Johannes der Täufer gelehrt hat. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder auch wie Jesus gesagt hat, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und wenn du jetzt deine Sünden bekannt hast, bleib dort nicht stehen. Ja, Gott hat dir vergeben. Aber das heißt nicht, wir sollen weiterhin sündigen und in Sünde leben, sondern wählt den heiligen Weg. Bleibt fern von der Sünde. Ein cooler Vers, den ich gefunden habe, ist im 1. Timotheus 4, Vers 8. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Denn es verspricht Gewinn in diesem und auch im zukünftigen Leben. Ein cooler Vers, der zeigt, dass wir geistlich trainieren sollen, von der Sünde abzulassen. Weil es bringt uns nicht nur hier was, obwohl es bringt uns was hier, aber es bringt uns auch was im nächsten Leben. Also lebe ein Leben der Bekenntnis und Buße. Und die Sünde wird keinen Raum mehr in deinem Leben haben. Der Teufel kann dich nicht mehr so versuchen, wie er jetzt gerade tut. Wenn alles offenbart ist. Also wie ich immer sage, es ist so wichtig, dass wir eine christliche Gemeinschaft haben, indem wir ehrlich werden. Indem wir unsere Sünden und unsere Schwierigkeiten im Alltag unseren Freunden teilen. Damit wir nicht alleine beten müssen, sondern dass wir als Gemeinschaft zusammen beten können. Alles, was offenbart ist, alles, was nicht im Dunkeln ist und verheimlicht wird, das ist viel einfacher aus der Welt zu schaffen. Wenn deine Freunde wissen, was für Probleme du hast, vielleicht hast du Probleme mit Frauen, Pornografie, Männer, Stehlen, Lügen, wie auch immer, wenn du deine Sünden nicht versteckt hältst, sondern deine Sünden offenbarst, dann ist es viel leichter, davon abzulassen. Deshalb, ich habe schon ein Video darüber gemacht, ist es wichtig, in die Kirche zu gehen, wo ich explizit das Thema Gemeinschaft bespreche. Ich habe auch einen christlichen Discord-Server, wo wir zusammenkommen, unsere Gebetsanliegen teilen und füreinander beten können. Du kannst Teil davon werden. Unten in der Beschreibung ist ein Link dazu. Außerdem, wenn du Jesus schon angenommen hast und den Heiligen Geist empfangen hast, kannst du ihn fragen, um dunkle Flecken in deinem Leben zu offenbaren, um sie hell zu machen, damit du erkennst, welche Sünde in deinem Leben dich noch runterhält. Aber ja, das war's diese Woche wieder zum Thema Buße und Bekennen. Wenn ihr Probleme damit habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare und ich gehe mit euch in ein Gespräch und versuche, die Fragen zu beantworten. Vergesst nicht, das Video zu liken und das Video einer Person zu teilen, die vielleicht diese Message hören muss. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Cory hier, ihr da. Alles Klärchen, mein Bärchen.